Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Magazin, die 13. Ausgabe, und bei mir Kai Friese und Jan Busse. Als erstes werden wir nochmal zurückkommen auf das Spiel TVDH Oldenburg, anschließend auf das kommende Spiel gegen die HSG Bahnsdorf Diepholz am Freitag, den 7. November um 20 Uhr. Und natürlich noch einmal ganz kurz die nächste Pokalrunde, sie wurde ausgelost und findet statt in Eiendorf. Aber dazu gleich. Erstmal zum Spiel gegen den TVDH Oldenburg. Wurde gewonnen mit 7 Toren. Noch einmal deine Einschätzung zum Spiel. Gab es eine Analyse mit der Mannschaft über dieses Spiel? Und nehmt ihr die Ereignisse mit ins nächste Spiel? Ja, wir haben eigentlich direkt nach dem Spiel schon die Sache in Anführungsstrichen abgehakt. Wir haben 2 Punkte eingefahren, das war das Wichtigste. Wir haben natürlich, das haben wir auch schon in der Pressekonferenz kurz angesprochen, in der zweiten Halbzeit extreme Probleme bekommen in der Abwehr. Es ist dann auch schwer, wenn man hoch führt. Wir haben, glaube ich, zwischenzeitlich mal mit 12 Toren geführt. Das Tempo auch in der Abwehr, das Tempo oben zu halten. Und das haben wir leider nicht ganz geschafft. Und meiner Meinung nach auch mit 30 Toren viel zu viele Gegentore bekommen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben 2 Punkte eingefahren. Darüber sind wir sehr froh. Haben jetzt in den nächsten Spielen, vor allen Dingen jetzt im November, wichtige Spiele vor der Brust, wo, und das haben wir der Mannschaft auch schon heute gesagt, so ein bisschen für uns auch der Weg vorgeebnet sein wird, wo die Reise in der Tabelle für uns hingeht. Und da würde natürlich ein Auswärtssieg am Freitag in Bahnsdorf enorm helfen, damit wir uns wirklich auch bis Weihnachten und auch die Zeit drüber hinweg oben festbeißen können in der Tabelle. Ein Spiel gegen den TVDH Oldenburg, geht man dort anders rein von der Einstellung her als in ein Spitzenspiel wie gegen die HSG Bahnsdorf Diepholz beispielsweise? Nö, also für mich kann ich persönlich sagen, ich bin ja jetzt nicht mit einer anderen Einstellung reingegangen. Ich hatte richtig Bock zu spielen, ich war ja ein paar Monate nicht da. Das war jetzt dann mein erstes Spiel quasi, nachdem ich wieder hier bin. Und ja, wie gesagt, für eine Einstellung ist es egal, ob man jetzt gegen TVDH spielt oder gegen Bahnsdorf. Die Einstellung muss immer die gleiche sein, immer hochmotiviert. Und ja, ändert sich eigentlich nichts an Einstellung dann. Das ist ja auch wichtig, immer hundertprozentig da zu sein. Ich denke, wir können dieses Kapitel auch abschließen. Wie gesagt, mit 7 Toren hat der TV Nerstedt letztes Wochenende bzw. am Freitag gegen den TVDH Oldenburg gewonnen. Wir kommen auf das Spiel am Freitag, und zwar geht es dort in eine, ich denke mal, sehr stark besetzten Halle, denn dort sind immer ziemlich viele Zuschauer, gerade wenn es heißt, dass die HSG gegen den TV Nerstedt spielt. Um 20 Uhr ist Anpfiff und wir sind gespannt, was uns für ein Gegner erwartet, aber ich denke, wir sind uns bewusst ein starker Kai. Ja, ein sehr starker sogar. Das bedeutet, wir werden richtig gefordert sein. Und wenn wir den Kampf dort auch, den Kampf dort in Bahnsdorf annehmen, dann bin ich auch guter Dinge, dass wir auch eine Siegchance haben werden. Wir müssen dann nicht uns klein machen, sondern mit breiter Brust auftreten. Das haben wir der Mannschaft heute auch nochmal mit auf den Weg gegeben für die Restwoche, für die restliche Trainingswoche. Ja, es wird ein ganz, ganz schweres Stück Arbeit für uns. Wir haben dort wirklich mit individuell starken Spielern zu tun, die auch taktisch sehr gut agieren können. Die 3-2-1-Abwehr, die sie allerdings sehr defensiv spielen, die uns natürlich auch bekannt ist, da müssen wir die richtigen Mittel für finden, um diese Abwehr auch zu knacken und unsere Torchancen herauszuspielen. Das wird die Hauptaufgabe eigentlich sein. Und wir müssen natürlich ein Hauptaugenmerk auf die Rückraumschützen von Bahnsdorf legen in unserer Abwehr. Da wird auch eine gehörige Portion Arbeit auf uns zukommen. Und ja, wir sind selber gespannt, was da am Freitag bei rauskommt. Wir werden uns gut vorbereiten und dementsprechend mit breiter Brust dort auch auftreten. Die HSG Bahnsdorf Diepholz, einer der stärksten Mannschaften in der Oberliga Nordsee. Klarer Titelfavorit? Oder was würdest du dazu sagen? Ja, wir haben ja schon vor ein paar Monaten hier zusammengesessen. Da hast du mich ja auch gefragt, wer mein Meisterschaftsfavorit ist. Und nach 5 Spielen, muss man sagen, gehört sowohl Bahnsdorf Diepholz dazu, wie auch wir, wenn man der Tabelle Glauben schenken möchte. Wir lassen uns aber von der Tabelle jetzt nicht großartig beeinflussen,
sondern sind einfach nüchtern bei der Analyse und es erwartet uns, wie gesagt, eine Mannschaft, die wir auch ganz oben erwarten werden. Also wir gehen stark davon aus, dass Diepholz unter die besten drei Teams in dieser Oberliga Nordsee dieses Jahr kommen wird. Und mal schauen, was für eine Rolle wir dort noch spielen werden. Das wird, wie gesagt, auch in den nächsten Wochen vielleicht schon mal so vorgegeben werden. Aber es ist von so vielen Faktoren abhängig, verletzungsbedingte Ausfälle, Krankheiten, berufsbedingte Ausfälle. Da hat Barnsdorf auch schon mit zu kämpfen gehabt. Und ja, sie haben die letzten Heimspiele souverän über die Bühne gebracht und dementsprechend auch ein gutes Torverhältnis schon mit auf die Reise beziehungsweise in die Tabelle mit reingebracht. Aber nochmal, wir werden mit breiter Brust dort auftreten und dementsprechend auch unsere Siegchance dann hoffentlich auch beim Schopfe packen. Mehrere Faktoren spielen eine Rolle, sagtest du gerade, Kai. Große Rolle dort ist das Publikum. Du wirst mit Sicherheit mit deinem Team, mit deinen Mitspielern eine volle Halle erleben. Ist es da eine besondere Anspannung, wenn man ins Spiel geht, wenn man die Halle betritt? Und vor allen Dingen auswärts. Klar ist das eine ganz andere Atmosphäre da, die Halle brennt. Und nichtsdestotrotz ist es halt wichtig, wie Kai gerade schon gesagt hat, dass wir da mit breiter Brust reingehen und dementsprechend unser Spiel machen. Und ja, wenn wir das dann alles umsetzen, dann sich einschüchtern lassen von der Atmosphäre da, dann ist, wie gesagt, ist alles drin. Wir sind also gespannt und hoffen auf die nächsten beiden Pluspunkte für den TV Nährstedt am Freitag, den 7. November um 20 Uhr bei der HSG Barnsdorf Diepholz. Sie sind recht herzlich eingeladen. Und ganz kurz wollten wir nochmal ansprechen, die nächste Pokalrunde wurde ausgelost und zwar im BHV und HVN Pokal. Und zwar spielt Nährstedt in einer Vierergruppe, wieder als Final Four Modus wird es ausgespielt, in Eiendorf. Und zwar treten dort natürlich Eiendorf, Soltau, Delmenhorst und der TV Nährstedt gegeneinander an. Der TV Nährstedt, ganz kurz, Kai, spielt dort gegen Soltau im Halbfinale. Machbare Aufgabe, denke ich mal. Und wen erwartest du im Finale, wenn ich mal so weit gehen darf? Also bevor man ein Finale spielt, muss man erstmal ein Halbfinale gewinnen. Und bevor ich mich hier zu weit aus dem Fenster lehne, wer dann im Finale auf uns warten würde, wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben erledigen. Und das bedeutet, wir müssen gegen den MTV Soltau gewinnen, wenn wir da hinkommen wollen. Und wir kennen die Mannschaft. Wir haben schon in der Vorbereitung gegen Soltau gespielt. Ein alter Mannschaftsgefährte aus Hannover-Zeiten von mir ist dort als Co-Trainer tätig. Und die Mannschaft ist uns geläufig, dementsprechend werden wir uns auch taktisch und personell darauf einstellen. Und ja, wir rechnen uns schon was aus, keine Frage. Aber nochmal, um auf deine Frage zu kommen, bevor wir ein Finale spielen dürfen, müssen wir erstmal Soltau schlagen. Und das wird die Aufgabe sein. Und die Aufgabe erwartet euch am Samstag, den 20.12. Also dieses ist noch ein bisschen hin und wir werden auf jeden Fall dieses Thema noch einmal ansprechen. Aber ich denke, es wird ja auch viel diskutiert, was Pokal angeht, die weiten Fahrten, wieder auswärts natürlich. Dennoch möchte man natürlich, wenn man dort ist, auf weit kommen, oder Jan? Ja, natürlich möchte man weit kommen. Wenn man den Weg schon auf sich nimmt und dahin fährt, dann bringt es nichts, wenn man da keinen Bock hat und da mit einer schwachen Leistung auftritt. Und wie gesagt, wenn man da ist, will man gewinnen. Super, dann danke ich euch beiden auf jeden Fall, dass ihr mir eure bzw. meine Fragen beantwortet habt. Ihr dürft natürlich auch Fragen stellen, damit ich einen etwas leichteren Job habe und zwar per E-Mail an magazin@turnverein-nährstedt.com und Sie dürfen uns auch besuchen auf turnverein-nährstedt.com. Wir sehen uns jetzt alle am Freitag um 20 Uhr in Barnsdorf, beziehungsweise gegen die HSG Barnsdorf, die Diepholz. Auf Wiedersehen.